So Leute, willkommen zu einer weiteren Battle bei Sui gegen Passanten. Heute ist wieder mal dabei der Michael Jordan der Pokémon. Ja, fast. Ich weiß auch nicht, was Michael Jordan damit zu tun hat oder vielleicht was auch immer. Egal. Auf jeden Fall sehen wir auf meiner Seite Quajutsu, Gardevoir, Arceus, Wummer, Zwirklob und Klefki, Klavion, whatever. Und Klefki. Beim Gegner sieht man Ditto, Togekris, Psyana, Tentantel, Garados und Fiaro. Nicht Talonflame. Also doch, Talonflame, ja, aber das wolltest du gerade bestimmt sagen. Nein, ich habe den Namen generell überlegen müssen. Okay. Weil, bla. Ditto ist übrigens, ich sehe das verdammt oft, das Vieh. Einfach, weil man damit auch gut die ganzen Attacken ausspionieren kann. Ja, Ditto ist super zum Scouten. Mhm. Und ich starte mit Blackstar, ein unglaublich seltener Start bei mir. Vor allem ein unglaublich seltener Name für das Biest. Echt? Ich habe schon mindestens 3 gesehen. Ich sehe nur das hier. Und ich weiß, dass einer es auch so genannt hat. Ich habe sogar schon einen gesehen, der das Ding in Shiny hatte und Blackstar hatte. Das ist natürlich sehr geil. Das ist ziemlich geil. Ja, aber du überlebst natürlich erstmal mit Fokusgurte. Logge floggig. Und da bin ich sehr froh über das, was jetzt passiert, nämlich Fiaro ist direkt weg und ist direkt ein Stein vom Herzen gefallen. Das glaube ich dir. Weil das ist sowas, das möchte ich nicht sehen. Das ist... Ja. Und da kommt das Pokémon, dessen Namen ich jetzt mal nicht vorlese. Ja, ne? Also ne? Nein, das macht man nicht. Nee. Auf jeden Fall wechsle ich aus auf die Panzerfaust. Ich kenne ja meinen Quajutsu, das heißt, ich weiß natürlich, was es alles kann. Was es kann und was das Sinnvollste wäre. Da war natürlich die Kehrtwende die logischste Wahl. Es war nur noch ein Volltreffer. Ja, sowas passiert leider. Und da kommt Espio, was natürlich ein Espion ist. Ja. Wo einfach das N fehlt, glaube ich, oder? Sinn. Ja, da fehlt nur das N. War es Lichtschild? Ja, es war das Lichtschild. Mhm. Das ist natürlich jetzt ziemlich uncool. Muss ich aber generell sagen, also so Lichtschild und Reflektor macht schon echt extrem viel aus und das hat trotzdem verdammt viel Schaden gemacht, muss ich sagen. Ja, es ist ein Wummer. Das eben. Das ist ein sehr cooler Name, finde ich. Wie heißt das? Todeskissen? Todeskissen, ja. Okay. Das steckt die Finsterdauer natürlich weg. Jan meinte, er findet Todeskissen sieht extrem komisch aus hier, weil es so klumpig aussieht. Was sagst du denn dazu? Ich finde, das Gesicht ist ein bisschen sehr groß geraten in Relation zum Körper, aber ansonsten geht's. Es ist halt sehr fröhlich. Ja. Guck mal. Hui. Auf jeden Fall, da wechsle ich auf Gardevoir. Jubel der Evolution. Yay. Mega-You. Ja, genau, Mega-You. Mit dem Dönerblitz. Oh yeah. Der tut natürlich dem Todeskissen ganz schön weh. Ja, aber leider nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Und das sogar mit einem Volltreffer. Das hat mich überrascht. Und das ist noch viel schlimmer jetzt. Uiuiuiuiui. Schwächenschutz und Dränkeschmied. Autsch. Aber du lebst trotzdem noch. Das ist Wahnsinn, oder? Ja, das stimmt. Das ist mega Gardevoir. Das ist ziemlich mega. Mega-mäßig. Mega-You rockt rein. Da kommt die Mondgewalt, die natürlich eigentlich für das andere Ding, wie es Togekiss gedacht war, aber das interessiert Tentantel natürlich nicht. Das stimmt. Deswegen ab und weg hier, schnell. Haures. Oh yeah. Einer der Pokémon, die ich absolut am liebsten benutze mittlerweile. Das Biest ist auch einfach heftig stark. Ich habe das, glaube ich, bei mir in den Battles schon mal erwähnt, wie unglaublich Story das ist. Es ist Wahnsinn. Also wirklich. Eine Sache, die ich mir übrigens überlegt habe, weißt du, was man spielen müsste? Regice voll auf Spätverteidigung mit Offensivweste. Oh. Ich glaube, das kommt dann auf 800 oder so, kann das sein? Ja, das kommt auf sehr viel. Sehr viel. Nur mal so nebenbei. So ein Gedanke, den ich irgendwann ausführen möchte. Auf jeden Fall, da kommt der Delegator, den er einsetzt auf sein Garados und es ist verbrannt. Also ist mir relativ egal, jetzt sogar ehrlich gesagt. Vor allem, weil der Nachtnebel wahrscheinlich den Delegator eh vernichten wird. Ziemlich sicher, ich denke, so viel KP hat er nicht, wenn er nicht auf KP investiert, was er nicht getan hat, wie man sieht. Nein, auch mit Investment kommt Garados nicht auf 200 KP, auf Level 50. Und da kommt mega Garados. Aber ganz im Ernst, das ist mir relativ egal, weil es immer noch brennt. Ja, das stimmt. Und ich habe hier einen Zwirklub stehen, was auf physischer Seite nochmals schlimmer ist als auf spezieller. Ist einfach, ihr seht den Horror hier gerade. Ich meine, ja, guckt euch das an. Süß. Oh. Und bedenkt, wenn es nicht gebrannt hätte, wäre das nicht mal ein Viertel gewesen. Ja.
Da kann ich jetzt in Ruhe mit Nachtnebel drauf knüppeln. Und da dachte er sich schon so, verdammt! Da kommt nochmal die Kaskade. Mhm. Ich habe meins. Das ist nochmal ein bisschen Schaden, aber das ist ja. Ja, ich habe meins voll physisch auf der Verteidigung, aber ja. Auch die Spezialverteidigung ist trotzdem auch sehr hoch. Ja, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe meins voll speziell. Und den Rest in physisch. Da kommt Tintantel, was er direkt auswechselt, weil er wahrscheinlich genau das jetzt hier vorausgesehen hat, nämlich ein Irrlicht. Mhm. Aber ja. Ha, ich habe das gewusst. Ich wusste doch, dass Dan Espion dabei war. Deswegen habe ich auch direkt Nachtnebel gemacht. Das ist schön. Das ist tatsächlich schön Mindgame gewesen. Ja, weil das war logisch, weil ich hätte ja das noch gehabt und das hat zwar auch nichts gebracht, aber ich weiß nicht. Ich hätte das an seiner Stelle, ich hätte das von Anfang nicht reingesetzt. Das Tintantel. Das ist aber auch sowas, was ich gerne mache. Einfach irgendwas nach einem K.O. rausschicken, einfach nur um eine Attacke zu locken oder eine Attacke zu ködern. Um dann ein anderes Biest reinzuschicken, wie zum Beispiel Psyana, was das dann zurückwirft. Ja, er hat ja, wie gesagt, also wäre auch die logische Wahl gewesen, rein ja, vom Tentante gegen Zwirklub, wäre ehrlich das Beste gewesen, was ich hätte machen können. Ja, richtig. Ich hätte das an seiner Stelle wahrscheinlich genauso gemacht. Einfach Tentante rausschicken, um das Irrlicht zu ködern und dann mit Psyana das Irrlicht auf Zwirklub direkt zurückzuschieben. Richtig, das wäre auch gut gewesen, weil ich meine, gut, brauche den Angriff nicht, aber ein brennendes Zwirklub zu haben, ist schon mal nicht mehr ganz so defensiv stark dann. Mhm. Immer noch, aber trotzdem deutlich schwächer. Ja. Und das ist jetzt ein Kampf, der ist etwas zäher, weil der ist natürlich speziell Angreifer und speziell bin ich nicht so prickelnd ausgelegt. Ja. Ich meine, hält trotzdem viel aus, sieht man ja, aber na, ist trotzdem schon mal was anderes. Ja, Togekiss hat halt auch ein bisschen mehr KP. Das stimmt. Da dachte ich auch, er greift mich schon an, aber das hat er leider dann nicht getan. leider. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich das schon mache. Auf jeden Fall, aber nochmal das auf eben zurückgekommen, genau. Aber ich kenne ja Psyana, spiele ja auch gerne eins auf Schwarz-Weiß. Oh, ja, da kommt der Fluch. Haha, genau das. Das ist schön. Das ist natürlich auch nochmal so eine nette Sache, weil jetzt kriegt er heftigsten Schaden. Ein Achtel erstmal durch Brand und dann nochmal ein Viertel. Durch den Fluch. Das ist nicht wenig. Das greift dann natürlich an, logische Schlussfolgerung, aber, ha, ich lebe immer noch. Boom, da kommt der Nachtnebel und wir sehen nochmal der Brand. Und da hätte jetzt natürlich der Leitteiler auch gerne was gemacht. Ja, das stimmt. Na gut, das reicht aber auch so, ne? Und Tok ist also besiegt. Also wir sehen schon, wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, dass Zwirklub eine Bestie ist. Eine absolute. Oh, jetzt stehen sogar zwei Bestien da. Ja, und da dachte er sich, ich will das auch haben. Aber da muss ich doch sagen, da hätte ich nicht mehr sicher rauswechseln können. Und Zwirklub hat seinen Job gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also kann er jetzt auch sich ausruhen. Hauris, gute Arbeit. Das war übrigens auch der Kommentar des Spielers danach, weil das war auch einer aus der Freundesliste. Und das ist der Hausmeister. Oh ja, der Hausmeister. Den kennst du ja auch noch. Hat einen Schlüssel für alles. Vor allem einen Schlüssel für garantierten Abfuck. Oh ja. Den hat er ganz. Das ist der, den er auf dem Kopf trägt. Der ist immer der Abfuckraum. Der Abfuckraum. Da schließt er dich dann ein und dann kommst du nicht mehr raus. Ja, das ist vorbei. Gott, ja. Ja. Erstmal Tentantel verkrüppelt. Mhm. Nur schön Reflekten hier. Mensch. Übrigens auch sehr geil, was ich gerne mache, wenn der Reflektor draußen ist und ein Zwirklub draußen ist. Haha. Ja, das stimmt. Das ist dann sehr, sehr süß, was da teilweise so an Schaden reinkommt. Wo man so denkt, okay. Hast du denn auch ein Lichtleben auf dem Klavier? Nee, ich hab das Ding noch nicht. Ich war noch zu faul, das zu farmen von den Golbit. Ach so. Ja, hast du da gemacht? Tarnsteine? Tarnstein, glaube ich, ja. Warum auch immer. Weil die lagen ja schon. Hat vielleicht vergessen. Möglich. Kann ja mal passieren. Auf jeden Fall, jetzt wird's kritisch. Ich bin zwar rein Pokémon anzahlmäßig noch im Vorteil, aber sowohl Black Star als auch Julia würden durch die Tarnsteine direkt wieder zurückgehen. Und deswegen, auch wenn das jetzt wehtut, dachte ich mir, das muss weg. Ja, das stimmt. Und das wird wehtun, weil das und Egelsamen ist noch draußen und Beulenhelm ist draußen. Aber ganz im Ernst, das war mir wichtiger. Und weil ich weiß, dass Tentantel an sich dem sowieso nie keinen Schaden machen wird, weil Fetish ist Everest, Arctias. Ja. Sehr gut, aber jetzt konnte ich nämlich das machen. Ich konnte ihn wieder rausholen. Schön. Und dann wechselt er sein Tentantel aus. Klar, dass er da zurückruft. Und da kommt natürlich wieder er. Warum?
Also ja, nicht. Klar, warum, logisch, war die beste Wahl, aber das ist sehr zäh. Ja. Hm. Eisstrahl. Ja, das tut ihm jetzt natürlich irgendwie überhaupt gar nicht weh. Ja, so wenig ist das gar nicht mal. Ja, es ist also halt... Ja, es ist nicht kein wichtiger Schaden, weil das hast du schon recht. Ja. Aber da kommt der Hausmeister und dem ist sowieso alles egal. Wobei so eine Spezialattacke, das tut schon mehr weh. Ja. Aber auch nicht so viel, wie er sich vielleicht gewünscht hätte. Weniger als die Hälfte. Ja gut, aber das ist bei einem Klavion eigentlich schon gar nicht wenig. Ja, wobei so spät der Fatz nicht. Ja, gut, aber er hat gut daran getan, auszuwechseln, weil ich ihn auf jeden Fall vorhabe zu paralysieren. Ja. Weil vor diesem Ditto hatte ich noch sehr viel Angst. Ja, Ditto ist fies. Einfach es weil kann richtig fies werden. Jo, und tschüss. Das ist auch einfach, wenn es wegen dem Wahlschall, das war, was es so gefährlich gemacht hat. Ja. Und da sind die Tarnsteine wieder. Leider, leider. Gerade noch rechtzeitig den Frosch rausgeholt. Ja, das heißt, für einen Angriff habe ich noch Zeit, aber er bleibt sogar drin. Weil ich leider ihm, ist immer noch ein Tentantel. Kannst ihm halt nicht viel machen. Aber er ist paralysiert. Das ist deine Chance quasi. Ich hätte ja an deiner Stelle jetzt die Kehrtwende gemacht. Ich bin gespannt. Die Kehrtwende? Achso, weil er das verwechselt. Ja. Weil ich mit diesem Wechsel halt gerechnet hatte. Ja, da war ich ja zum Beispiel, war mir zu unsicher. Ja, gut. Das ist aber ein bisschen mehr. Ah, okay, ein Crit. Wäre aber auch nicht unbedingt necessary gewesen, denke ich. Da opfer ich auch den Frosch jetzt, weil ich dachte, jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Mhm. Zack. Ja. Quadluzzo wurde besiegt. Ja, hat aber an sich gut einen guten Job gemacht. Ja, auf jeden Fall, das kann man wirklich meckern. Er hat ja auch noch diese beiden. Ja. Die Sache ist, an sich denkt man, ich bin voll im Vorteil, aber das stimmt gar nicht. Das ist echt eine dumme Situation. Aber ich habe ihn noch. Ach, den hast du ja auch noch, stimmt. Und musst du natürlich vor der Blattgeißel aufpassen, aber die ist ja eh egal. Also, bist ja eh schneller. Aber jetzt war mir sowieso, die Gefahr war jetzt für mich weg, weil ich weiß, er kann meinen Quajutsu nicht mehr kopieren. Weil das wäre kritisch gewesen. Er kann jetzt ruhig meinen Woma kann er ruhig kopieren, weil ihm fehlt ja das Wahlglas. Deswegen, und ich kenne Woma, ich weiß, dass er mit keiner Attacke mich wahrscheinlich killen würde. Ja, das stimmt. Das können wir natürlich jetzt nochmal live sehen, ob ich da wirklich recht habe. Boom, zack, aber man sieht. Ganz knapp. Das war aber tatsächlich knapper als erwünscht. Ja, das war sehr viel knapper als erwünscht. Aber hat gereicht. Kopiert der Doppelgänger solche Sachen wie Wahlglas auch mit? Ich meine nicht, oder? Ich würde fast behaupten nicht, aber ich möchte es nicht. Ich möchte nicht mich darauf festlegen. Also möglich wäre es sicherlich. Leute, ihr habt Hausaufgaben. Ja, recherchiert, bitte. Recherchiert. Und morgen will ich das auf meinem Schreibtisch liegen sehen. Das war der Battle für heute, Leute. Wir sehen uns im nächsten Kampf morgen. Bis dahin, ciao. Bis dann. YOLO Swag. Digga. Hashtag.